Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Da klärt Piqué. Pablo Sarabia. Cuadrado jetzt am Ball. Pereira jetzt. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Da holt er den Ball zurück. Cuadrado. Und jetzt Pereira. Paredes. Dani Alves jetzt am Ball. Rodriguez. Und nun Ibrahimovic. Spielt den Ball direkt zurück. Paredes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er schießt. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Der Ball erst an den Pfosten und dann ins Tor. Ja, er zielt fast zu genau, aber so ist es ein unhaltbarer Abschluss. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wernbloch. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Herrera. Jetzt hat er den Ball. Jetzt Santi Cazorla. Und nun Ibrahimovic. Los. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt Pereira. Gamero. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensiven Fußball sieht. Nach vielen Treffern aus. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles wieder zurück auf Anfang. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ibrahimovic jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Defensive steht. Jesus Corona. Pereira jetzt. Und jetzt Medel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Cuadrado am Ball. Ball bei Cazorla. Barça jetzt in der Offensive. Jetzt Santi Cazorla. Suarez. Gute Schussposition für Suarez. Was für ein Schuss, was für ein Tor. Da darf er sich dann wirklich zurecht feiern lassen. Das Ding hat er sich verdient. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Wichtiges Tor für Barça, sie liegen vorne. Das könnte die Chance werden. Gamero. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Jetzt Cuadrado. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Suarez. Auf ihn müssen Sie heute besonders aufpassen. Luis Suarez. Gehst du mit, Buschi? Ja, Wolf. Einer der besten Offensivspieler überhaupt im Moment. Auch einer, der ab und an durch unbeherrschte Aktionen auffällt.
Jesus Corona. Mädel. Smolnikov. Jetzt könnte es gefährlich werden. Camero, den muss er machen. Immer noch gefährlich. Und jetzt der Schuss. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Paredes. Nun Santi Cazorla. Jesus Corona. Jetzt Torres. Corona. Wird's jetzt gefährlich? Ball bei Pereira. Tja, wo ist sie? Da zieht er ab. Da hätten wir ihn fast gehabt, den Führungstreffer. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Da müssen sie aufpassen jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ibrahimovic am Ball. Was haben wir nicht schon für Traumtore von Zlatan Ibrahimovic gesehen? Buschi. Kannst du eins hervorheben? Ich könnte. Ja, ich weiß, was du machst. Zlatan Ibrahimovic! Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Sieht gut aus für Barcelona. Durch den Treffer liegen sie vorne. Camero. Number 10, Zlatan Ibrahimovic. Wird das seine Torchance? Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ibrahimovic. Paredes. Nun Cuadrado. Abwehr hat aufgepasst. Mädel. Jetzt Torres. Und jetzt Pereira. Das könnte gefährlich werden. Super Tackling. Suarez. Cuadrado jetzt am Ball. Unaufhaltsam. Los. Knapp liegen sie vor uns zur Pause. In zweite Durchgang läuft, klar, Barca führt jetzt und die werden die Führung verteidigen wollen. Ibrahimovic, zielstrebig Richtung Tor. Pereira jetzt. Fernando Torres. Ja, da ist Platz jetzt. Camero. Und er schießt. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Er hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Hat hier seinen Doppelpack in Durchgang 1 gemacht und trotzdem liegen sie hinten. Lance. Und Mädel. Mädel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Marcelo am Ball. Und Torres. Stark gemacht, das könnte was werden. Camero. Und das Tor. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Was für ein Instinkt und
Was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Jetzt Pereira. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Viel Vorwärtsdrang. Und jetzt ein Schuss. Das ist noch gefährlich. Schöne Flanke. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Spielt er den Ball in den Strafraum. Gute Aktion. Los! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ibrahimovic am Ball. Und Dani Alves. Jetzt Santi Cazorla. Barça jetzt in der Offensive. Sarabia. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Gamero. Ganz energisch. Fernando Torres. Das war die Gelegenheit. Aber es bleibt beim Unentschieden. Debus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Dani Alves jetzt am Ball. Delf. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Suarez. Luis Suarez ist ein wahnsinnig gefährlicher Spieler in jeglicher Hinsicht. Buschi, was zeichnet ihn aus? Technisch stark, wendig, ein unglaublicher Torriecher. Den kannst du in jeder Offensive der Welt gebrauchen. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Piqué. Stepanenko. Esquerdo. Ein guter Doppelpass. Wird's jetzt gefährlich? Dani Alves. Den Ball holt er sich. Gamero. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Delf. Esquerdo. Jetzt der Angriff von Barça. Und jetzt Suarez. Nun Cuadrado. Ballverlust. Gibt es hier noch einen Sieger? Das ist die Frage kurz vor dem Ende. Aktuell steht es unentschieden. Schöner Pass. Esquerdo. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Er lässt den Gegner stehen. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Da wartet Suarez. Sah fast schon nach einem Tor aus, aber nichts ist. Ach, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. El Nino Torres! Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Delf.
Dani Alves. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Zlatan Ibrahimovic. Abgefangen, gut gemacht. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Gamero, den muss er machen. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Fernando Torres. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. In wenigen Augenblicken wird hier abgepfiffen und es riecht nach Sensation, Buschi. Die sind wirklich... Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Absolut überzeugt. Paredes mit...